Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr alles, wirklich alles in GTA Online kostenlos bekommen könnt. Es ist jetzt kein Scherz, es ist kein Fake-Video, nein Leute, ihr könnt wirklich alles kostenlos bekommen. Hier seht ihr gerade einen Ausschnitt nach dem Glitch, was ich alles machen kann. Ist doch richtig geil. Ich meine, ich kann jetzt hier gerade Fahrzeuge und Flugzeuge kaufen, die mehrere Millionen Dollar kosten. Und mir wird kein Geld abgezogen. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Auf gut Deutsch gesagt, gar nichts. Ihr braucht kein CEO, ihr braucht kein Motorradclubhaus, ihr braucht keinen Bunker oder sonst irgendeinen Scheiß. Nein Leute, wirklich, ihr braucht nichts davon, um in diesen Modus zu kommen. Natürlich bräuchtet ihr später eine Garage bzw. einen Hangar, womit ihr die Flugzeuge und Fahrzeuge alles reinkaufen könnt. Aber selbst das könnt ihr in den Glitch-Modus kaufen. Wie geil ist das denn? Aber Leute, ihr braucht ein bisschen Geld. Denn auch wenn euch kein Geld abgezogen wird, ihr braucht mindestens so viel Geld, was ihr euch in GTA Online kaufen würdet. Also das Maximale sind ja 5,5 irgendwas Millionen, beziehungsweise 10 Millionen, das teure Flugzeug, aber das war es dann auch mit maximalen Wert. Denn Leute, wenn ihr nicht genug Geld habt, wird bei euch die Fehlermeldung kommen, ihr habt nicht genug Geld. Obwohl euch sowieso kein Geld abgezogen wird, aber die Meldung würde trotzdem kommen. Deswegen müsst ihr einfach generell ein gewisses Kontostand haben, damit keine Fehlermeldung kommt. Wenn ihr ein bisschen weniger Geld habt, dann könnt ihr halt nur die Sachen kaufen, die in eurem Preissegment verfügbar sind. Aber Leute, selbst das ist krass, denn das ist immer noch ein richtig heftiger Money-Glitch. Und das Beste ist, Leute, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, der Glitch ist solo! Ja Leute, der Glitch ist absolut solo. Wie geil ist das denn? Also ich muss sagen, bevor wir mit dem Glitch anfangen, muss ich euch jetzt schon mal zu bitten, für diesen krassesten Glitch aller Zeiten ein Like da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich jetzt auch kostenlos abonnieren, damit sie keinen krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Als erstes seid ihr einfach generell im Story-Modus. Seid ihr im Story-Modus, öffnet ihr das Interaktionsmenü und geht in den Regisseur-Modus. Seid ihr dann später beim Casting-Trailer angekommen, geht ihr dann jetzt einfach auf Regisseur-Modus betreten. Seid ihr dann in den Regisseur-Modus angekommen, öffnet ihr wieder das Interaktionsmenü und geht in den Szenen-Editor. Ihr werdet einen kleinen Blackscreen bekommen. Seid ihr dann wieder aus dem Blackscreen heraus, öffnet ihr wieder das Interaktionsmenü und wählt eine Szene aus. In meinem Fall nehme ich die Szene Numero Uno. Seid ihr in Szene 1 angekommen, geht ihr auf Requisiten. Sorry, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, aber Leute, ist jetzt auch egal. Ihr scrollt so lange nach rechts, bis ihr die Stuntrampen habt. Und Leute, platziert euch welche einfach irgendwo hin. Ihr müsst es zwar nicht tun, aber Leute, diese Rampen werden später bei euch in GTA Online sein. Also wenn ihr mal einfach mal so just for fun irgendwas hinblenden wollt, es muss ja nicht mal eine Rampe sein, ihr könnt auch alles andere hinblenden, dann wird es später in GTA Online erscheinen. Deswegen werde ich mir ein bisschen Spaß machen und hier was blenden. Ja, später kann man ja mal ein paar Rampen fahren, ne, wenn man möchte. Na gut, haben wir dann jetzt einfach platziert oder nicht platziert, nachdem, was ihr halt machen wollt. Drückt ihr dann jetzt die Optionstaste und geht in den Rockstar-Editor. Seid ihr dann im Rockstar-Editor angekommen, geht ihr wieder in den Regisseur-Modus. Ihr werdet eine Meldung erhalten. Diese Meldung muss im Screen bleiben, denn Leute, ihr drückt jetzt die PlayStation-Taste, drückt jetzt die untere Pfeiltaste und sucht euch eine Meldung raus bei den Aktivitäten von GTA, wo GTA Online starten steht dann in der Aktivität. Also, wir scrollen jetzt runter zu Aktivitäten, suchen uns dann eine Aktivität raus. So, später habe ich eine Aktivität gefunden, wo unten dann steht GTA Online starten. Es ist sehr wichtig, dass unten GTA Online starten steht. Nicht GTA 5 starten oder sonst irgendwas. Nein, es muss wirklich GTA Online starten da stehen. Wir drücken einmal X. Wir werden dann wieder in GTA reingeschmissen. Sind wir dann in GTA drinne, akzeptieren wir die erste Meldung mit X, aber die zweite Meldung brechen wir mit Kreis ab. Jetzt haben wir einen Blackscreen. Um wieder aus diesem Blackscreen herauszukommen, drücken wir zweimal die PlayStation-Taste und gehen wieder unten auf GTA Online starten und brechen die Meldung natürlich wieder mit Kreis ab. So, jetzt sind wir aus dem Blackscreen heraus, aber wir sind gefroren. Wir können uns nicht wirklich bewegen, eigentlich gar nicht bewegen. Deswegen gehen wir jetzt wieder auf die Optionstaste, gehen auf Online, Online spielen und ihr wählt jetzt eure Sitzung aus, wo ihr später mal was machen wollt. In meinem Fall gehe ich einfach eine Freundessitzung, aber ihr könnt natürlich jede andere Sitzung gehen. Aber Freundessitzung hat eine kurze Ladezeit. Aber ihr geht jetzt nicht wirklich rein, nein, ihr drückt nur einmal X, damit die Meldung im Screen erscheint, ob ihr euch sicher seid. In diese Meldung müsst ihr jetzt warten und ins PSN-Menü wieder gehen. Und diesmal geht ihr auf Einstellungen.
und geht dann auf Netzwerk. So, und dann ist bei Netzwerkeinstellungen gelangt, drücken wir jetzt zweimal die PlayStation-Taste, um wieder in GTA zu kommen. Leute, Achtung, jetzt wird es ein bisschen knifflig mit dem Timing, aber ihr werdet es garantiert hinbekommen. Sind wir dann in GTA, bestätigen wir die Meldung, drücken zweimal die PlayStation-Taste, gehen auf Netzwerkeinstellungen und machen diesen Haken daraus, drücken wieder zweimal die PlayStation-Taste, damit wir in GTA sind, bleiben kurz eine Sekunde dort, drücken wieder die zweimal PlayStation-Taste, machen wir das Häkchen da rein und warten jetzt in der Netzwerkeinstellung ungefähr 5 Sekunden und drücken dann wieder zweimal die PlayStation-Taste, um wieder in GTA zu kommen. Und ihr seht es, Leute, ich werde jetzt in den Online-Modus geladen. Wenn bei euch irgendwie eine Fehlermeldung kommt oder sonst irgendwas, müsst ihr leider den Glitch wiederholen. Dann hat es bei euch leider nicht funktioniert mit dem Timing her. Es hat leider eine kleine Timing-Sache, aber Leute, es ist absolut möglich und vor allen Dingen auch absolut lukrativ, was ihr später alles machen könnt. Deswegen, Leute, ihr werdet es schon hingekommen. Gut, sind wir dann jetzt in GTA Online gejoint, haben jetzt so eine komische Ansicht, als würden wir noch in diesem Editor sein, in diesem Szene-Editor, wo wir die ganzen Rampen geplantet haben. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr drückt jetzt einfach die Optionstaste, geht aufs Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt und startet irgendeinen Job. In meinem Fall ist es ein Stunt-Rennen, aber ihr könnt natürlich auch alles andere starten. Es ist völlig egal, Hauptsache geht in den Job rein. Sind wir dann im Job drinne, gehen jetzt einfach wieder raus, indem wir die Kreistaste drücken, um die Meldung bestätigen, dass wir verlassen wollen. So, jetzt sind wir zu Fuß unterwegs und können das ganze Leben genießen, Leute. Denn wir sind jetzt in diesem Glitch-Modus. Aber Leute, damit die Sachen, die ihr euch alle kaufen wollt, auch wirklich abgespeichert werden, müsst ihr euch jetzt einen Helikopter besorgen und zu dieser Stelle kommen. Nämlich in der Nähe von Los Santos Custom, bei dieser Mall auf dem Dach. Sind wir dann jetzt hier, geben wir das Handy. Euer Handy ist natürlich jetzt total komisch. Egal, Leute, ihr drückt einmal die rechte Pfeiltaste und drückt dann X, dann seid ihr im Internet. Und jetzt, Leute, wo ihr im Helikopter sitzt und im Internet seid, könnt ihr euch alles kaufen, was ihr wollt. Egal was, egal wie teuer, einfach alles kaufen, Leute. Wirklich alles. So, in meinem Fall habe ich jetzt einfach mal zigmal das teuerste Flugzeug gekauft. In meinem Fall habe ich auch noch mehrmals den Oppressor gekauft in meiner Garage. Deswegen, Leute, macht das. Aber noch eine kleine Nebeninfo, Leute. Wenn ihr euren Zweitcharakter damit voll glitchen wollt, müsst ihr vor dem Glitch mit dem Zweitcharakter in Online sein. Und dann in Story-Modus gehen. Dann ist nämlich euer Zweitcharakter gerade so gesehen der Hauptcharakter, der gerade online ist. Dann könnt ihr den ganzen Glitch mit dem Zweitcharakter machen und dort alles vollstellen, Leute. Stellt euch mal vor, ihr habt 120 Oppressor in der Garage stehen. Ihr könnt ja einen Oppressor, schätze ich mal, für 1,5 bis 2 Millionen verkaufen. Und das ist richtig, richtig heftig. So, na gut. Habt euch dann alles gekauft, was ihr euch kaufen wolltet. Geht ihr noch einmal ins Kaufmenü. Zum Beispiel hier, dass ich jetzt eine Garage auswähle beim Oppressor. Und jetzt fliegen wir ganz nach oben, denn wir müssen zu unserem Regisseurwagen, Wohnwagen da gehen. So, das ist ungefähr hier, ihr müsst einfach nach oben fliegen. Ist zwar vielleicht ein bisschen langsam, aber Leute, macht das einfach. Denn irgendwann werden wir ein Blackscreen bekommen. Und sind wir dann jetzt in Blackscreen gekommen, drücken wir jetzt wieder einmal die PlayStation-Taste und suchen uns wieder eine Aktivität bei GTA raus, wo unten steht GTA Online starten. Haben wir so eine Meldung gefunden, drücken wir natürlich dann auf GTA Online starten X. Wir werden eine Meldung in GTA erhalten. Diese Meldung brechen wir mit Kreis ab. So, jetzt sind wir zu Fuß in GTA Online angekommen. So, und jetzt, Leute, wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr die Meldung bekommen, was ihr euch alles gekauft habt. In meinem Fall wurde das nicht angezeigt, aber Leute, ich zeige es mal in SMS. Ja, da sind die ganzen Meldungen gekommen, dass ihr euch das, jenes und etwas gekauft habt. Denn, Leute, das ist der Trick. Ihr kauft zwar alles in diesem gewissen Glitch-Modus, aber die Meldungen dürft ihr erst später bekommen. Nur zur Info, Leute, jetzt seid ihr nicht mal in diesem Modus, also alles, was ihr euch kauft, würde euch jetzt abgezogen werden. Aber Leute, ihr müsst in diesen Modus gehen, denn ihr braucht diese Meldungen in diesem normalen Modus. Ich gehe jetzt noch in meine Garage, schau mal alles nach, ob wirklich alles angekommen ist und alles funktioniert hat. Ja, da sind zum Beispiel meine Oppressor. Ich gehe jetzt natürlich auch zu meinem Hangar, gucke jetzt da, ob die ganzen teuren Flugzeuge sind. So, ja, sind sie, sind alle im Lager. Und Leute, das ist schon richtig, richtig heftig. Also ich meine, Leute, boah. Ich habe jetzt 8-mal den Oppressor gekauft, das sind bestimmt 8, vielleicht 15 Millionen, je nachdem wie viel das jetzt wirklich Wert bringt. Aber Leute, ich habe ja auch diesen Totula, dieses komische Flugzeug da, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das bringt ja auch nochmal 2 Millionen Dollar pro ungetuntes, wohlgemerkt, pro ungetuntes Fahrzeug. Das bedeutet, ich würde auch bestimmt nochmal 30, 40, 50 Millionen vielleicht, ne 50 jetzt nicht,
aber bestimmt 30, 40 Millionen bekommen. Allein nur wegen den Flugzeugen. Also Leute, mit diesem Glitch seid ihr wirklich für immer ausgesorgt in GTA Online. Aber Leute, übertreibt es auch nicht, da es ja noch ein Anti-Cheat-System gibt. Wenn ihr jetzt 100 Fahrzeuge verkaufen würdet, seid ihr im Endstadium von Anti-Cheat-System und könnt morgen nur noch ein Fahrzeug verkaufen. Deswegen übertreibt es nicht, kauft euch zwar alles in die Garage, aber verkauft es dann nach und nach. So 8 Fahrzeuge alle 30 Stunden sind ja noch in Ordnung. Na gut Leute, um den Glitch jetzt richtig abzuschließen, damit sich auch wirklich alles speichert, drücken jetzt die Optionstaste, gehen auf Online und gehen in den Editor. Sind wir dann in den Editor angekommen, gehen wir jetzt einfach wieder in eine Freundessitzung. Und sobald ihr in GTA Online seid, ist der Glitch zu Ende. Ihr seid nun wirklich im normalen Modus und wenn alles sich gespeichert hat, ist auch alles gespeichert. Dann wird es auch nicht mehr weggehen. Aber Leute, wenn euch der Glitch gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für diesen Glitch einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich immer noch nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch noch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Also ich bin jetzt mal raus, euer Bombard, ciao.